Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, willkommen zum Video der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Also ein Satz, der die Differentialrechnung, das war das mit dem Aufleiten und Ableiten, und die Integralrechnung, das war das mit diesem komischen Integralzeichen, mal zusammenbringt. Wir wollen mit einem Beispiel starten. Und zwar haben wir hier den Graph der Funktion f von x gleich x, die Funktionsgleichung haben wir oben auch hingeschrieben. Und wir wollen den orientierten Flächeninhalt berechnen, den wir hier so schraffiert haben, im Bereich zwischen 2 und 3. Erstmal, wie schreibt man den immer auf? Okay, das war das Integral. Das ist schon ein bisschen her, aber ich denke, wir kriegen das wieder hin. Das Integral von f von x dx, also in dem Fall x dx. Und das ging in den Grenzen von 2 als untere Grenze und 3 als obere Grenze. Gut. Und hier können wir das relativ einfach berechnen. Und zwar können wir sagen, wir nehmen das große Dreieck, was vom Ursprung bis zur 3 geht, genau das, und ziehen davon das kleine Dreieck, eben genau das, was bis zur 2 geht, ab. Dann bleibt nämlich nur diese Fläche übrig. Genau. Der Flächeninhalt des großen Dreiecks ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist hier 3 und die Höhe ist auch 3. Das passt ganz gut, dann können wir einfach schreiben mal 3 Quadrat. Genau. So, jetzt das kleine Dreieck, das müssen wir abziehen. Genau, deswegen Minus und dann auch wieder 1/2. Und hier auch Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist hier 2, die Höhe ist auch wieder genauso wie die Grundseite 2. Also können wir hier auch wieder schreiben, mal 2 im Quadrat. Gut, das können wir jetzt alles ausrechnen und wir würden auch ein Ergebnis da rauskriegen. Aber das wollen wir gerade gar nicht. Wir wollen euch nämlich da was Schönes zeigen. Und zwar, wir machen mal die Stammfunktion von der oberen Funktion von f hoch x. Das könnt ihr eigentlich selber mal machen. Genau, die Regeln kennt ihr vom letzten Mal und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So ist 1/2 x Quadrat, die Hochzahl wurde um 1 erhöht und wir haben den Faktor 1/2, um die 2 beim Ableiten auszugleichen. Jetzt sollte vielleicht was auffallen, wenn wir mal mit unten vergleichen. Zur Erinnerung, das war die Stammfunktion, eigenes Video. Das war der orientierte Flächeninhalt. Eigenes Video, aber es sollte was auffallen. Genau, jetzt können wir das nämlich zusammenbringen. Wir sehen, das hat immer dieselbe Struktur. 1/2 mal irgendwas im Quadrat. 1/2 mal irgendwas im Quadrat. Genau, und unten war es 1/2 mal die obere Grenze, also dieses 3 im Quadrat. Also können wir eigentlich sagen, groß f von 3. Ja, als ob wir oben in das f 3 einsetzen würden. Genau. Und minus groß f von eben der unteren Grenze, die wir in Rot dargestellt haben, also von 2. Und wir sehen also, das Integral von x dx von 2 bis 3 können wir einfach berechnen, indem wir die Stammfunktion von 3 minus die Stammfunktion von 2 rechnen. Und das Schöne ist, das funktioniert nicht nur in diesem Beispiel so, sondern immer so. Für jede beliebige Funktion, die wir hier reinschreiben, erhalten wir das Integral einfach nur, indem wir die Stammfunktion bilden und einmal die obere Grenze und einmal die untere Grenze einsetzen und abziehen. Und das schreiben wir jetzt nochmal allgemein auf. So, diesen Hauptsatz der differentialen Integralrechnung schreiben wir jetzt auch allgemein auf. Also für eine beliebige Stammfunktion groß f von klein f auf dem Intervall von a bis b gilt, dass das Integral von f von x dx von a bis b, das kann man ausrechnen, indem man die Stammfunktion der oberen Grenze macht, minus die Stammfunktion der unteren Grenze. Genau, das war es auch schon, allgemeine Regel, und das müssen wir jetzt einfach üben. So, hier sind zwei Aufgaben, bei beiden soll man das Integral berechnen. Wir fangen mit der a mal an. Und als erstes ist mal gut, die Stammfunktion zu berechnen. Also hier ist ja die Funktion x hoch 3. Die Stammfunktion, die kriegt ihr selber hin. Die Lösung sind 3, 2, 1. Ja, und die wäre 1/4 x hoch 4. So, jetzt zum Integral. Also erstmal schreiben wir es nochmal auf. Also das war ja das Integral von x hoch 3 dx von minus 1 bis 2. Haben wir auch nochmal die Sprechweise geübt. Gut, und wie schreiben wir das immer auf? Ja, da ist es jetzt so, wir schreiben jetzt hier nicht immerhin f von der oberen Grenze minus f von der unteren Grenze, sondern es gibt eine eigene Schreibweise, in der wir die Stammfunktion einbauen, und zwar eine
eckige Klammer und hier schreibt ihr die Stammfunktion rein, die gerade eben bestimmt wurde. Und ans Ende dieser eckigen Klammer, darf man nicht vergessen, schreibt man dann die beiden Grenzen, also minus 1 und 2. Wem das alles zu viel Schreibarbeit ist, ihr dürft diesen Schritt, wo ihr die Stammfunktion extra bestimmt, auch gerne weglassen. Das hier sollte oder muss auf jeden Fall dran stehen. Gut, und jetzt setzen wir die obere Grenze ein. Also wir schreiben hin 1 Viertel mal 2 hoch 4 minus. Jetzt ist ganz wichtig, dieses Minus färben wir jetzt extra mal ein, müssen wir später nicht mehr machen. Sehen wir aber gleich warum, denn alles, was jetzt kommt, muss in eine Klammer rein. Denn das Minus bezieht sich auf alles, was jetzt kommt. Also 1 Viertel mal, Klammer auf, minus 1 hoch 4. So, und jetzt machen wir auch diese große rote Klammer zu. Hier in diesem Beispiel prüfen wir sie nicht unbedingt, aber wir würden sie euch empfehlen, immer zu machen, sonst macht man einen leichten Fehler und vergisst irgendwas abzuziehen. So, das kriegt ihr hin. Einmal ausrechnen und vereinfachen und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, 2 hoch 4 ist 16, also ist gleich 1 Viertel mal 16 minus 1 Viertel mal minus 1 hoch 4 ist 1, also 1 Viertel mal 1, gibt 4 minus 1 Viertel, das sind, abbruchrechnen, 15 Viertel. Ja, 16 Viertel minus 1 Viertel sind 15 Viertel. Gut, dann kommen wir zu B. Okay, die Funktion f von x, die hier im Integral drinsteht, ist 2 durch 3x minus 2 und die haben wir hier nochmal umgeschrieben zu 2 mal 1 durch 3x minus 2. Wieso macht das Sinn, die so umzuschreiben? Naja, wir wissen ja, es gibt so eine Sonderregel, wenn wir haben 1 durch irgendwas, dann ist die Aufleitung, also die Stammfunktion, der natürliche Logarithmus, also ln. Gut, und damit, mit diesem Tipp, könnt ihr das, glaube ich, wunderbar bestimmen und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Also beim Bilden der Stammfunktion bleibt erstmal die 2 als Faktor einfach stehen. Dann mal 1 Drittel, das kommt deswegen, weil wir hatten ja bei der Regel 1 durch c und diese c ist genau diese 3 vor dem x, also mal 1 durch 3. Mal der natürliche Logarithmus von einfach dem Nenner da hingeschrieben. Denk noch an die Betragsstriche. Ja, und hin wurde es noch vereinfacht, das 2 mal 1 Drittel zu 2 Drittel. Gut, ja, du hast einfach unten schon wieder das Integral hingeschrieben und hast es gleich in diese Schreibweise gebracht mit den eckigen Klammern, in die man dann die Stammfunktion schreibt. Und jetzt seid eigentlich wieder ihr dran. Ihr könnt das jetzt wieder berechnen, indem ihr einfach die obere Grenze einsetzt, minus die untere Grenze, kriegt ihr hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben es eingesetzt. Einmal die 4 und einmal die 2 haben wir hier. Einmal erst mit der 4, dann minus, wieder eine große Klammer, eingesetzt mit 2. Auch hier ist es so, dass man die Klammer wieder eigentlich nicht bräuchte. Aber ihr könnt euch an der Stelle schon mal Gedanken machen, warum wir so auf dieser großen Klammer bestehen, was für Funktionen es geben könnte, dass es eine Rolle spielt. Und wir schauen uns im Unterricht ein paar Übungen dazu an. Ja, das kann man einsetzen. Raus kommt 10 und 4. Warum habe ich denn da die Betragsstriche weggelassen? Naja, weil 10 oder der Betrag von 10, der ist ja 10 und der Betrag von 4, der ist ja 4. Also da braucht man es nicht. Man bräuchte es nur, wenn da ein negatives Ergebnis rauskommen würde. Gut, ohne Taschenrechner wäre hier Schluss. Wir haben ihn aber, das kann mein Taschenrechner eingeben. Und da kommt ungefähr 0,61 raus. Gut, das war's für dieses Video. Weitere Beispiele wie immer im Unterricht. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.